Hast du den Brief gekriegt? Darum bin ich hier. Psst. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Clive, ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich. Ich habe da wohl das ein oder andere übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben. Ich bring das alles in Ordnung, versprochen. Es wird nur eine Weile dauern und Otto darf auf keinen Fall davon wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto! Du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Du hast vergessen, unsere Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir, sondern wendest dich an Clive? Und er soll dir jetzt da also raushelfen. Clive! Er hat den Ort aufgebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Und wem schulden wir was? Ach, nur Martha. Der Madame und auch, Charon. Aber nur 500 Myriaden. Wir schulden drei unserer engsten Verbündeten 5 Millionen Gil? Ja, jedem davon. 5. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und da muss mir wohl was entgangen sein. Die Buchhaltung war meine Aufgabe. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein, tun wir nicht. Und nein, wirst du nicht. Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Da werden wir nicht auch noch bei ihm betteln gehen. Außerdem, wir müssen lernen, selbst zurechtzukommen, wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bring ja auch nur schlappe 1000 Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt ja, wie es hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Ich weiß. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gautier, warum wohl hat unser Clive jetzt nur 2 Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leid tun, ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein, er nicht.